Hallo liebe Hungrige, auch wenn vielleicht nicht allerorts bekannt, zählt dieses Ofengericht zu den Klassikern der deutschen Hausmannskost, wird gern auch mal bei Partys serviert und passt natürlich vorzugsweise in die kühlere Jahreszeit. Ganz kurz noch in eigener Sache, wenn euch Video und Kanal gefallen und ich bin da optimistisch, dann bitte Daumen hoch und abonnieren, ist ja kostenlos. Und damit ihr in Zukunft kein Video verpasst, auch die Glocke aktivieren. Danke. Zurück zum Rezept. Und dafür brauchen wir Schweinenacken bzw. Kamm, einen Bund Suppengemüse, Kartoffeln, am besten vorwiegend festkochende, Rosenkohl, Zwiebeln und Knoblauchzehen, außerdem Bier, an Gewürzen Pfeffer, Salz und Majoran. Wir brauchen Senf, ich nehme mittelscharfen und Gemüsebrühe. Zuerst schälen und schneiden wir mal die Zwiebeln, und zwar in dünne Ringe. Die geschälten Knoblauchzehen werden fein gehackt. Nun zum Fleisch. Dieses schneiden wir in Scheiben, so als Orientierung maximal in Fingerdicke schneiden. Und ich habe nicht gerade besonders dicke Finger. Die Scheiben dürfen auch ein Hauch dünner sein. Und so verfahren wir eben, bis das gesamte Fleisch entsprechend aufgeschnitten ist. Weiter geht's mit Vorbereitungsarbeiten. Der geputzte Knollensellerie wird gewürfelt. Ebenso die geputzten Möhren. Den Lauch schneiden wir in dünne Ringe. Und die geschälten Kartoffeln werden mundgerecht gewürfelt. Der Rosenkohl wird geputzt, also äußere Blätter entfernen, Stückchen vom Strunk abschneiden und anschließend wird er noch halbiert. So, nun brauchen wir entweder Schmortopf oder Schmorpfanne oder, und so mache ich's, eine Auflaufform geeigneter Größe, ein bisschen Öl hineingeben, ausstreichen damit, am besten mit dem Backpinsel, und dann verteilen wir auf dem Boden die gehackten Knoblauchzehen und darauf schichten wir nun das Fleisch. Und zwar nicht einfach nebeneinander, sondern überlappend legen, also im Prinzip so ein bisschen dachziegelartig einschichten, bis alle Stücke aufgebraucht und der Boden ausgelegt ist. Und jetzt kommt der Senf zum Einsatz, denn mit diesem bestreichen wir nun das Fleisch, und damit es für euch nicht so langweilig wird, mache ich das mal im Eiltempo. Haben wir dies erledigt, würzen wir nun kräftig, und zwar mit dem Pfeffer, auch mit dem Salz, nicht zu zaghaft, und bestreuen dann alles noch ordentlich mit dem Majoran. Als nächste Schicht verteilen wir darauf nun die Zwiebelringe, so einigermaßen gleichmäßig natürlich, und begießen im nächsten Arbeitsschritt alles mit dem Bier. So ungefähr eine reichliche halbe Flasche. Und dann ab damit in den Ofen, und zwar bei 200 Grad Ober- und Unterhitze bzw. 180 Grad Umluft für eine Stunde. Allerdings nach 20 Minuten kurz mal rausnehmen, denn nun füllen wir das vorbereitete Gemüse ein. Also verteilen darauf die Kartoffelstücke, ebenso wie das Suppengrün, also den Knollensellerie, die Möhren und ebenso den Lauch bzw. Porree. Und selbstverständlich darf der Rosenkohl nicht fehlen, auch dieser wird nun darauf verteilt. So, und nun gießen wir die Gemüsebrühe an und ergänzen mit noch etwas Bier. Das Gemüse soll fast oder auch leicht von der Flüssigkeit bedeckt sein. Nun nochmals etwas würzen. Wieder mit Pfeffer und ebenso mit Salz, und dann zurück in den Ofen bei gleicher Temperatur in den noch verbliebenen 40 Minuten fertig garen. Und dann ist dieses leckere Schmorgericht auch fertig. Als Partytopf könnt ihr es natürlich so im Ganzen hinstellen. Alternativ schneidet das Fleisch noch etwas klein oder zerzupft es mit zwei Gabeln. Ob ihr das nun in der Form oder auf dem Teller erledigt oder es auch ganz lasst, bleibt natürlich völlig euch überlassen. Jeden Teller also mit Fleisch, Gemüse und etwas Brühe anrichten und dann dieses leckere Essen genießen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls es bei euch aber lieber einen Krustenbraten geben soll und als Dessert vielleicht leckere Streuseltaler, dann schaut euch doch einfach mal diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.